Nach Lettland und Litauen hat mich meine Reise mit einem Schwerpunkt auf die Außengrenzen nunmehr auch nach Zypern und nach Rumänien geführt. In Zypern erleben wir, wie die Türkei durch illegale Migration Europa, die Europäische Union, unter Druck zu setzen versucht. Und ich sage ganz klar, das wird sich die Europäische Union nicht bieten lassen. Wir werden zusammenstehen, so wie wir auch zusammenstehen, wenn es darum geht, den Frieden zu sichern. Und ich darf voll stolz sagen, dass österreichische Soldaten auch hier dafür Sorge tragen, dass auf der Insel Zypern, die eine sehr schwierige Geschichte hinter sich hat und auch zukünftig große Herausforderungen vor sich hat, hier den Frieden absichert. Auch Rumänien hat eine ziemlich lange Außengrenze, die es zu sichern gilt. Rumänien ist aber auch der Ort, wo viele österreichische Unternehmen gekommen sind, um zu bleiben, um hier zu investieren, um hier die Wirtschaft auch anzukurbeln und auch die entsprechende Wertschöpfung nach Österreich mitzunehmen. Es gilt, zusammenzuarbeiten, die bilateralen Beziehungen zu Rumänien zu stärken, politisch auch stärker für die gemeinsamen Interessen aufzutreten und nicht zuletzt auch im Bereich der Migration eine Lösung zu finden. Es kann nur gemeinsam bei großen Themen eine Lösung geben. Niemals wird es ein Mitgliedstaat der Europäischen Union alleine schaffen, die großen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Das alles war auch mein Ziel auf dieser Reise. Und das ist zu einem sehr guten Teil gelungen. Die großen Herausforderungen müssen aber erst bewältigt werden.